So, servus. Also hier ist mal wieder euer Tate Hubert und es gibt ein neues Tauschvideo von mir. Und zwar habe ich mit dem lieben Spider-Maniac getauscht. Der war ja jetzt am Wochenende auf der Retro-Börse. Ja, ich weiß, das Video ist schon ein bisschen spät und wahrscheinlich seht ihr es sogar noch eine Woche später. Und dann war das schon wieder 2 Wochen her und bla bla bla. Aber ihr wisst, die Retro-Börse in Oberhausen, da war der Spider. Und er hat den Steffen, den Supermoonie, nach Hause gefahren und auf dem Rückweg hat er wieder mit mir ausgemacht. Du hast ein Tauschpaket, ich habe ein Tauschpaket, ich komme bei dir vorbei auf dem Rückweg. Dann schnacken wir nur ein bisschen und dann tauschen wir uns ein bisschen aus mit dem Zeug. Er war da, war echt wieder nett, dass er da war. War glaube ich 3 Stunden oder so oder 4, weiß gar nicht mehr, wie lange er da war. Wir haben uns echt brutal wieder verquatscht, weil immer wieder neue Themen aufgesprudelt sind und ja, dann war es doch schon spät und er muss zwar am nächsten Tag nicht arbeiten, aber trotzdem muss er halt noch eine 1,5-stündige, glaube ich, circa Heimreise machen. Von daher war auf jeden Fall ganz nett und ich hoffe, man sieht sich wieder oder auch mal so. Muss ja nicht immer ein Rückweg von irgendeiner Börse oder irgendwas sein, sondern einfach mal so, vielleicht am Wochenende oder wäre auch cool. Oder komme ich dich mal besuchen? Weil ich habe nämlich dein Game Room noch nicht gesehen. Weil den würde ich auch mal gern sehen, live zumindest. Also im Video habe ich ihn ja gesehen. Du hast meinen jetzt ja schon zweimal gesehen. Warst jetzt schon zweimal da. So, aber jetzt habe ich genug palabert. Dann fangen wir mal an. Und zwar fangen wir an. Er hat mir was mitgebracht vom lieben Lens Plays. Also ich werde den Kanal euch unter verlinken. Der hat's drauf, muss ich sagen, und der hat was ganz Cooles gemacht und hat halt in der Gruppe gefragt, braucht es jemand, hat jemand Interesse dran? Und da ich den Disney-Film recht cool fand, der macht eine Repro und zwar von Fix It Felix. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, ich weiß ja nicht, ob jemand den Film Ralf Reichts kennt von Disney. Und da ist dieses Automatenspiel drin und das ist dieses Automatenspiel für den Mega Drive. Und ist richtig cool mit Cover und, jawohl, mit Label auf Modul. Es fehlt bloß noch irgendwie eine Anleitung und dann sieht es alles ganz schnieke aus. Und ich finde es echt cool für die Sammlung. Gut, von Repros mag jeder halte, was er will. Ich finde in dem Fall Repro in Ordnung, weil es das Spiel einfach nicht gibt. Von daher ist das in Ordnung, wenn man da eine Repro macht. Weil das geht ja klar, ich finde es nur nicht in Ordnung, wenn man ganz Star Heroes als Repro macht, weil das ist eine Fälschung und das gehört sich nicht. So, dann geht's weiter und zwar immer noch nicht zum Spidey seinem Tauschpaket. Der liebe Nintendo-Jäger war unterwegs und hat in die Gruppe gepostet, dass es bei Saturn ein paar Reduzierungen gibt und dann habe ich gesagt, wäre es möglich, dass du mir eins mitbringst? Und hat er gesagt, ja, ist gar kein Problem. Das hat er auch dann einem Spider mitgegeben, dass das auf dem Rückweg bei mir ablädt. Er hat bei mir ziemlich viel abgeladen an dem Tag, weil der nette Harlens Place ihn mit 200 VHS-Kassette bestückt hat und der nette Retro-Krempel ihn auch noch mit ein paar Kassetten vollgepackt hat. Und ja, dann ist das Spidey mit einem übervolle Auto zu mir gefahren. Und zwar hat er, jetzt bin ich ganz abgeschweift, ich weiß, der Nintendo-Jäger, wie gesagt, hat was gepostet und dann habe ich mich angemeldet und habe gesagt, du, wenn es möglich wäre, ist okay. Sagte, ja, kann er machen. Und zwar hat er 2 Spiele mitgebracht von 3DS und zwar einmal hier Fossil Fighters Frontier für gnadenlose 4,97 und für dessen 3DS-Spiel finde ich echt klasse. Und ich habe mir mal ein Trailer anguckt und es sieht ganz interessant aus. Du musst auf jeden Fall irgendwie Dinosaurier freigraben und ja, sah interessant aus. Ja, hier rase mit deinem Vivo-Mobil durch die Welt der Dinosaurier, buddle um die besten Fossilien zu finden und kämpfe an der Seite deiner Dinosaurier. Also, ich schätze mal, wie so Pokémon würde es dann am Schluss rauskommen, weil du kannst hier drahtlos gegen Freunde spielen, wie ich sehe. Und auf jeden Fall wird es mal angetestet. Ist noch sealed, wie man sieht. Nintendo Banderole, aber das wird definitiv mit Seal bleiben, weil mich das interessiert, wie das ist. Und dann war es noch ein Spiel und zwar Zelda Triforce Heroes für auch unschlagbare 12,97.
Wenn ich mir überlege, wo das Spiel frisch rauskam, habe ich es mir eigentlich vorbestellt, Cat, und habe es dann aber doch storniert einfach, weil es nicht möglich war zu der Zeit und dass ich es jetzt für bestimmt 30 € billiger krieg, finde ich echt cool. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so verramscht wird, weil schlecht ist es gar nicht. Also so was ich gehört habe halt, ist natürlich immer so eigene Meinung, wie es ist. Also Nintendo Jäger verlinke ich natürlich auch, also guck beim Let's Plays vorbei und beim Nintendo Jäger und beim Retro-Krempel nochmal vielen Dank an dich, gell? Ich verlinke euch alle unten. Und jetzt geht's zum eigentlichen Tauschpaket. Und zwar habe ich sogar noch die Originalschachtel davon hier. Von Loot Chest. Nein, Quatsch, ist nicht von Loot Chest. Und zwar. So. Fangen wir mal an. Es handelt sich um wieder ein Arsch voll PlayStation 1 Spiele. Einfach für die Sammlung. Also, wenn jemand jetzt die Kracher erwartet, dann kann er jetzt ausmachen, weil es kommt wirklich nichts richtig wüst Besonderes, sondern einfach nur PlayStation 1 Spiele. Und zwar hat er mir einmal auf jeden Fall ein Goodie reingelegt. Und zwar einmal hier den Patchspender von Toad. Finde ich sehr süß. Ich habe gar keine von diesen Patchspender. Ich habe das alles irgendwie verpasst. Die ganze Aktion, ich weiß auch nicht. Weil wenn ich mir überlege, der läuft 2017 ab und wann war das dann, wo es die gab? Das kann ja gar nicht so lange her sein eigentlich. Bleibt auf jeden Fall sealed, finde ich auf jeden Fall mega geil und ich hoffe, ich finde vielleicht nur der ein oder andere. Dann geht's weiter und zwar hat der Spider mal geschrieben, dass sie bei denen im Export ein bisschen verramscht wird und da habe ich mir hat er mir ein PlayStation Vita Spiel mitgebracht und zwar Reality Fighters für 3 €. Ich glaube, das kann man mal machen für so ein Spiel. Das kann man dann auch sealed lassen. Ich glaube, das wird nicht der Burner sein. Jetzt habe ich schon das dritte Vita-Spiel und immer noch keine Konsole. Also, Spider, gell? Bei dem Preis, da kann man nicht meckern. Ja? Er weiß also, was ich meine. So. Und jetzt geht es weiter mit dem Tauschpaket. Also, ihr könnt beim Spider natürlich auch das Video angucken. Er hat es schon hochgeladen mit seinem Cursor-Video. Und zwar, weil ich früher großer NBA-Fan war, habe ich NBA Live 2000 komplett. Ja, wie gesagt, es wird nicht spannend, ich sag's euch gleich. Aber wenn ihr dran bleibt, freut es mich natürlich auch. Dann haben wir hier NBA Live 97 von 89 Mark wahrscheinlich. Ja, klar, Mark muss gewesen sein. Nicht mehr so prall der Zustand, aber. Mein Gott, da gibt es ja Hülle, Austauschhülle. Jemand anderes wird wahrscheinlich das gar nicht in der Austauschhülle stecken. Ich mache das schon. Weil die Basketballspiele früher waren eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dann geht's weiter mit NHL 2000. Ja, wieder ein Sportspiel. Unglaublich, gell? Es wird sportlastig, sage ich gleich. Ich spiele immer wieder mit einem Kumpel alte Eishockeyspiele. Warum auch immer, irgendwie ist das sehr witzig. Von Nintendo 64 über Sega Mega Drive, über weiß der Kuckuck was, alles mal durch. Und das können wir jetzt ein bisschen ausleben mit NHL 99 noch zusätzlich. Auch vollständig, auch guter Zustand hier, ein paar Risse, aber. Scheiß der Hund drauf, das sind PlayStation 1 Spiele, die sind dafür gemacht, dass sie kaputt gegangen. Dann machen wir hier weiter, weil das sieht ja eh schon jeder. Und zwar Road Rash 3D, das hatte ich früher auch mal. Bumm. Ja. Ein richtig cooles Spiel gab es ja auch für den Mega Drive, also nicht Road Rash 3D, sondern Road Rash 1 und 2. Ja, was soll man dazu viel sagen? Du fährst auf Motorradrenner. Schlägst Leute vom Motorrad runter und gewinnst die Rennen. Das ist eine Blase, oder? Komisch. Aber hier auch. Keine Ahnung. Solange es läuft, ist mir das recht. Ganz, ganz interessantes Spiel, weil es ja, wie der Name schon sagt, in der 3D-Polygontechnik dann läuft. Auf jeden Fall ein cooles Spiel, hatte ich früher auch mal. So, dann geht's weiter. NHL Breakaway 98 und wie mir gerade auffällt, Spidey, das ist genau das Spiel, wo ich dir die N64 OVP gegeben habe. Auch komplett, die Anleitung wäre mir jetzt fast wieder flöte gegangen. Zack. Wie gesagt, alles gut.
Dann NHL 2001. Ah, da kann ich mich mit meinem Kumpel da richtig durchsuchen. Jetzt ist der Flyer rausgeflogen. Aber der ist ganz geschickt im Regal gelandet. Dann eine Serie, wo ich früher sehr, sehr gern gespielt habe, weil ich riesiger Wrestling-Fan war und gerade ein bisschen guckt, dass ich so mein Wrestling-Kontingent aufstock an Spiele, wo ich damals gespielt habe. Und zwar WWF SmackDown 2 Know Your Role. Das Spiel hatte ich, das weiß ich hundertprozentig, aber ich habe es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, habe ich es von hier verschenkt, verkauft oder aus dem Balkon geschmissen, ich weiß es nicht mehr. Ja, kommt komplett daher. Das Einzige, was mir aber auch gesagt hat, dass die Seite hier einen Lens macht und langsam rausgeht. Aber vielleicht finde ich ja irgendwann mal eine bessere Version. Dann geht's weiter mit Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Leider ohne Frontcover, leider ohne Anleitung, aber das stört mich nicht, muss ich sagen. Ich mache mir da mein eigenes Frontcover und dann ist die Sache tutti. Dann gefällt mir das auch. So, dann geht's weiter mit noch einem langweiligen Wrestling-Spiel. Und zwar WWF Attitude. Kein unbedingt gutes Wrestling-Spiel, muss ich sagen. Es sah grafisch, sah es für damalige Verhältnisse cool aus. Aber spielerisch war es die Nintendo 64-Spiele eindeutig unterlegen. Also, das gab es ja auch fürs Nintendo 64, war aber genauso Grütze. Aber es ist halt so vollständigkeitshalber, ne? Dann haben wir hier einmal Tony Hawk's mit dem etwas durchgeskateten Cover. Aber das ist nicht schlimm, da geht man immer mit dem Bügeleisen drüber, dann läuft die Sache. Ich bin eh dabei, gerade die Tony Hawk-Spiele ein bisschen zusammen zu bekommen. Ich habe jetzt 1 jetzt, 3 und 4. Jetzt fehlt mir bloß noch 2, wenn ich es richtig weiß und können mischt erzählen. Aber es wird schon so passen. Dann, oh ja, da fällt mir was ein, und zwar hat die Frau vom Lens Place mir auch was besorgt, und zwar ein T-Shirt von Uncharted 4, das hat der Spidey, glaube ich, in dem Video an, und es hat ganze 5 Euro gekostet, und das finde ich echt auch, das geht in Ordnung, ne? Da kann man nicht meckern, ja? Und ja, das habe ich jetzt leider nicht hier, sonst würde ich es euch zeigen. Aber ihr könnt es beim Spidey-Video, dann habt ihr schon Grund, sein Video anzugucken. Dann geht es weiter mit EA Sports NHL 97. Naja, ein bisschen dreckig, mein Gott. Auch wenn ihr euch überlegt, Sportspiele haben dickere Anleitungen wie andere Spiele. Oder, ja gut, heutzutage haben sie gar keine mehr. Das ist ein schlechter Vergleich, gell? Ich glaube nur noch NHL. Und zwar NHL Powerplay 98. Ach, da wird sich mein Kumpel freuen, wenn wir da ordentlich loslegen, wa? Gamescard, wo ist denn das? Steht da Adresse drauf? Vielleicht kennt das ja jemand. Kann mir sagen, wo das her ist. Gamescard sagt mir nichts. So, und dann kommen wir jetzt zu den letzten zwei Spielen. Und zwar NHL Face-Off 99. Und NBA Live 2002. War auch komplett auch super Zustand. Und dann war das Paket, nein, war es nicht. Hahaha, da hat sich was ins Eck geschlichen. Und zwar, das haben wir auch schon lange ausgemacht. Und zwar habe ich tollerweise die OVP dazu. Mit Anleitung, mit allem drum und dran. Aber einfach das Modul nicht. Und zwar handelt es sich um 3DS-Modul. Und zwar um das hier. Das sagt euch jetzt natürlich noch nichts. Pokémon Weiße Edition 2. Richtig, richtig, richtig geil. Also wirklich cool. Jetzt kann ich das komplettieren. Habe, glaube meine erste, zweite Edition, weil schwarz gibt es ja auch die zweite. Und dann habe ich das auf jeden Fall mal. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und Kommentare, kommentiert, macht was ihr wollt. Zerhau die Kommentarebox, zerhau der Smash, der Like-Button, was auch immer. Ja, beim Spidey natürlich vorbeigehe, aber ich glaube, wenn, dann kommt ihr eh alle vom Spidey zu mir. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand das Spider-Maniac noch nicht kennt. Dann natürlich der Lance Plays, ganz netter Karl, der hat noch so Repros, also wenn jemand Interesse hat, einfach anschreiben. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber das ist klar. Ich kann ja auch nicht umsonst schaffen. Dann hier vom Nintendo Jäger die zwei schöne Sachen. Mache ich natürlich auch ein Ding.
einen Link zu seinem YouTube-Account und natürlich der liebe Retro-Krempel, der mir ein paar VHS-Kassette beigesteuert hat, weil ich ein paar Leerhülle brauchte und deswegen mir das ganz recht war, dass ich da ein bisschen was bekommen habe. Und ich grüße einfach mal so den Steffen, den liebe Supermoni und den Dennis. Hallo, Servus. So, das soll es für das Video gewesen sein. Ich hoffe, man hört sich und man sieht sich und bis dann, macht's gut, ciao.